Trank der Nachtsicht. Trank der Wasseratmung. Um die beiden stacken. Okay, hier kommen wir wieder raus. Krasse Sache auf jeden Fall. Das heißt ja, ich müsste mir echt noch einen Boden erstellen. Der nicht aus Glas ist. Ich glaube, auf Glas kann man es nicht placen, die Schienen. Was nehmen wir denn da für einen Boden am besten? Ich habe jetzt eigentlich nur Koppel dabei. Großartig. Von anderen habe ich gar nicht genug dabei. So eine Scheiße doch auch. Ich weiß noch nicht mal, ob Koppel überhaupt genug ist. Koppel muss genug sein. Wird nicht genug sein. Oh Scheiße. Alter Schwede. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist wirklich unnormal viel. Da gehen ja mal fast zwei Stacks drauf. Das ist nur für den Bodenbelag. Jo, mir fehlt immer noch was. Heftiger Scheiß, das ist wirklich krass. Ich nehme erstmal mein Glas in die Hand, das was ich noch dabei habe. Nein, das ist Erde, das war kein Glas, du Vollidiot. Zack, zack. Zack, zack, zack. Alles weiter, alles weiter. Oh Gott, das ist so mega viel Glas und so mega viel Boden noch. Heftig, heftig, heftig. Alter Schwede. Okay, ich bin hier schon quasi fast direkt unter der Burg. Fehlt ja gar nicht mehr so mega viel dann. Sprich, ich grab mich jetzt hier noch so in etwa 20, soll ich mich 20 Blöcke reingraben und dann nach oben? Machen wir mal. Das dauert so mega lange, das ist einfach nur stressig pur. Stress pur ist das, sich hier durchzubuddeln. So, nehmen wir die, da geht's einen Tacken schneller mit. Ist das der finale Boden? Ja, ist es. Zack, also kommen wir um die Scheiben hin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jetzt kommen wir ja auch ein bisschen weiter und kriegen hier Sauerstoff. Hält noch 3 Minuten ungefähr. Sollte ich die 3 Minuten dann auch effektiv nutzen, ne? Bevor ich hier wieder im Klaren herumlaufe. Da noch ein. Ja, gleich geht mir sowieso mein Glas aus.
Zack, zack. Nein. Der muss verschwinden. Genau, weg ist er. Und alles immer weiter buddeln und buddeln und buddeln. Das heißt buddeln, eher gesagt, Glas stapeln und stapeln und stapeln. Und weiter stapeln und stapeln und stapeln. Alter Schwede. Echt krass ist das. Das ist wirklich krass. Also drei Blöcke habe ich noch. Bring mir hier so gut wie gar nichts mehr. Koppel haben wir vier am Start. Ja, Kies hätten wir noch. Der kann natürlich dahin. Ansonsten sind wir hier wieder ein bisschen aufgeschmissen. Noch. Sand habe ich auch nicht dabei. Ja, können wir erstmal ein bisschen Sand wiederholen, können wir erstmal Glas wiederholen, nochmal Tränke mitnehmen und den Gang eben fertig machen. Haben wir genug Schippen? Wir haben noch fast zwei Schippen. Ja, die sollten reichen. Können uns direkt noch einen Minecart erstellen. Können den Weg so ein bisschen abkürzen. Wenigstens ein bisschen. Wenigstens ein Hauch kürzerer Weg dann. Zwar nur ein Hauch, aber besser ein Hauch als gar nichts. Pilze wachsen und gedeihen hier unten im Keller. Und es regnet. Tatsächlich. Es regnet. Es regnet. Kies. Komm mit da rein. Oh, schon wieder so viel Scheiße dabei. Das ist nicht das, was ich eben kurz nehmen wollte. Hier ist Stein. Schmeiß mal den Scheißstein eben da rein. Ist hier auch egal. Glas. Glas nehmen wir erstmal mit. Haben wir nochmal Eisenerz gefunden? Ja, 10 Stück sogar. Die 24 nehmen wir auch erstmal mit. Guck mal, da kann ich auch noch was mitnehmen. Ich habe nämlich eben noch offscreen einfach mal ein bisschen die Erntemaschine leer gemacht einmal und wieder neu angepflanzt. Und da kam halt wieder ein paar Kartoffelchen raus für mich. Packe ich direkt mit in meine Truhe, dann sind sie sicher verstaut und fucken nicht mehr ab. Kartoffeln waren da, ja. Nein, das war auf jeden Fall keine Kartoffel, ein bisschen hart die Kartoffel. Sollte man nicht irgendwie drauf rumkauen. Könnte ein paar Zehen kosten. Ja, der Scheiß eben darunter. Aber wie ich gesehen habe, habe ich noch mehr Scheiße dabei, die ich mit mir rumschleppe. Hier ist Sandstein. Bisschen Sand kann man noch gebrauchen. Die Erde. Lagern wir auch erstmal ein, aber jetzt zwei Stacks Erde. Dorit habe ich hier noch. Dorit verschwinde. Kies habe ich hier noch, 64, kann auch erstmal verschwinden. Feuersteine. Das ist auf jeden Fall ein Glasblock und kein Feuerstein, du Honk. So. Holz. Haben eigentlich so ziemlich alles erstmal dabei. Bis auf ein Minecart. Mein Card, wo steckst du bloß? Sag mal, bin ich jetzt bedeppert? Ich habe so lange kein Mein Card erstellt, dass ich einfach mal den extra Platz nur für Mein Cards übersehe. So. Auf nach oben. Auf eine Kartoffel reinhauen. Auf eine zweite Kartoffel hinterher und zack.
So, durch sind wir. Ein Minecart kann hier rein. Jetzt habe ich das ganze Eisen mitgenommen. Ah, aber ein Bullshit. Das kann auch weg. So, wieder ein bisschen Platz zu kriegen. Ach ja, einen Trank brauchte ich auch noch. Jetzt habe ich natürlich ganz dezent den Trank vergessen. Ah, habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So ein Mist aber auch. Es regnet immer noch. Hat sich auf jeden Fall schon wieder gelohnt, hier ein paar mehr Tränke zu machen. Mit der Wasseratmung. Zack. Ich hoffe natürlich, dass die beiden Tränke jetzt reichen. Theoretisch ja, die müssen auf jeden Fall reichen. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Minecart. Zack. Und auf geht die Luzi. Zwar nicht weit, aber wenigstens ein bisschen. So, den hätten wir wieder. Sag mal, bewegst du dich etwa ohne mich? Dann bleibst du da stehen. Gluck, gluck, gluck. Gluck, 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 gluck. Einstecken, Glas in die Hand nehmen und auf geht's. Und flauter Glas und hast du nicht gesehen, habe ich den Koppel vergessen. Mensch, ist der doof, ey. Mann, ist der doof. Und warum fällt er mir jedes Mal darunter? So, konstante, gleichbleibende Geschwindigkeit. Und gleich ruckelt's und ich fall trotzdem hier runter. Weil dann wieder keine Blöcke placed. Eine typische Aktion, wie es halt nur mir passieren kann. Genau, oder ich place keine Blöcke mehr, weil er keine mehr in der Hand hat. Hey, wir sind drüben angekommen. Nächste Seite. Und zu schnell für die Welt. Und viel zu schnell für die Welt. Ich glaube, wegen Koppel reicht unser Trank gleich nicht aus. Nur wegen Koppel. Boah, das ist ganz schön krass. Einfach monoton, immer straight diese Unterwassersachen zu bauen. Zieht sich alles einfach nur. Es zieht sich in die Länge. Decke drunter. Zumindest so lange wie unser Glas reicht. Ich habe irgendwie noch meine Zweifel, dass es reicht. Ja, das wird auf jeden Fall nicht reichen. Und das ist auf jeden Fall scheiße so. Innen drin ist mir ja noch egal. So weniger Sand muss ich placen. Den auch noch weg. Da kann ich nochmal los Koppel und Sand holen. Sand. Koppel und Glas holen. Auf ein weiteres Mal. Oh Gott. Hey, das Ende ist da. Das Ende ist da. Ja, das Ende von meinen Glasblöcken ist jetzt auch da. Haben wir direkt erreicht, das Ende. Ja los, beweg dich. Schwimm schneller. So, hier können wir wieder rennen. Hier können wir hier das Minecart anstoßen. Funktioniert noch nicht ganz so. Minecart anstoßen. Nein, bleib stehen.
nicht ohne mich abhauen. Kommen wir jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, kommen wir jetzt hier überhaupt hoch? Aber ich habe den Weg nach unten ja verschwinden lassen. Den behaupte ich ja nicht mehr. Ja los, ja los, ja los, ja los. Ja nein, ja nein, ja nein, ja doch. Und hoch da. Wie lange halten die Tränke noch? Gute Frage, nächste Frage. Ja, nicht mehr ganz so lange. Lieber noch einen mitnehmen von jedem. Die leeren kann ich ja direkt hier reinschmeißen. Was will ich da in der Kiste? An der Kiste kann ich überhaupt nichts gebrauchen von der Kiste momentan. Hier haben wir nochmal Koppel. 64. Reichen 64. Reichen 64. Nehmen wir uns lieber noch einen halben mit. Das muss aber dann reichen. Glas. Noch ein Stack Glas. Der Stack Glas muss auf jeden Fall auch reichen. Sand haben wir unten in der Kiste. Alles gut. Easy going. Zack. Bisschen Sand mitnehmen. Und nicht laufen. Instant fahren. Zack. Ja, schwimm schneller, komm schon. Hab dich nicht so. Den Koppelboden erweitern. Kann ich auch direkt den Boden voll machen. Doch, Verrücktor kann ich alles mit Sand ausfüllen. Oh Gott, das ist schon wieder so mega lang. Mega, mega lang. Nein, da war ja noch was. Wobei, komm, ich mache jetzt hier schon mal Sand rein. Dann habe ich hier schon mal fast Ruhe. Na, da hinten ist, glaube ich, kein Wasser mehr. Dann sehe ich wenigstens, bevor ich mir den nächsten Trank reinkippe, ob mein Sand reicht. Eventuell sehe ich das dann schon. Ja, du Hexe. Und ich glaube, mein Sand wird definitiv nicht reichen. Zack, zack, zack. Ich brauche gerade auf jeden Fall erstmal einen Kaffee. Zack, zack, zack. Nein! Und meine Tränke lassen nach. Gar nicht gut. Ich sollte zurückschwimmen. Wenn ich das überhaupt noch schaffe. Ich nehme den Trank der Wasseratmung in die Hand. Und schwimme mein Leben zurück. Weil ich glaube, mein Sand reicht auch nicht. Nee, mein Sand wird nicht reichen. Dafür ist ein bisschen zu viel. Da wird der Sand nicht ganz langen.
Und ab geht's. Ab geht die Luzi. Ich hole mal fix eben ein bisschen Sand. Zwei Tränke habe ich. Das schickt. Glas schickt genauso. Warum gehe ich jetzt eigentlich komplett zurück für Sand? Sand habe ich doch da unten auch liegen. Glaube ich zumindest. So. Das muss jetzt aber genug sein. Klack. Jo, ich höre Zombies stöhnen. Zur Sicherheit hier das Schwert in die Hand nehmen. Ich weiß ja nie, was einem über den Weg läuft hier. So, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich.